Hi Leute, heute gibt es das nächste Halloween-Rezept-Video. Heute werden wir zusammen backen und zwar gibt es zum einen diese Augapfel-Cake-Pops und dann gibt es noch diese Cupcakes in Form von einem Grab, sogar mit Würmern drin. Und damit fangen wir jetzt auch an. Dafür braucht ihr Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillezucker, Kakaopulver, ein Ei, Öl und Milch. Die genauen Mengenangaben findet ihr übrigens immer nochmal in der Infobox. Für den Teig mischen wir jetzt erstmal alle trockenen Zutaten zusammen und verrühren das schön, damit sich das schon mal gleichmäßig verteilt. Und anschließend kommen dann einfach die flüssigen Zutaten hinzu. Und dann wird das Ganze auch schon miteinander vermixt. Wenn euer Teig dann so aussieht, könnt ihr eure Muffinformen rausholen und da schon mal diese kleinen Papierförmchen reinlegen. Es wäre natürlich gut, wenn die ein bisschen anders aussehen würden. Ich hatte, glaube ich, noch irgendwo schwarz. Ich habe sie aber einfach nicht gefunden. Das wäre natürlich besser für Halloween, aber ja, ich muss jetzt leider meine lila nehmen. Ja, und so kommt das Ganze jetzt für circa 20 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen. Und weil ich ja noch ein Kreuz brauche, so ein Grabstein, mache ich jetzt noch einen Keksteig. Und das ist einfach ein Mürbeteig aus Mehl, Zucker, Butter, Kakaopulver und einem Ei. Und da mischen wir jetzt einfach alle Zutaten direkt zusammen und verkneten die schön. Ich nehme da erstmal so einen Mixer, aber ihr könnt das auch direkt mit den Händen machen, wenn ihr wollt. Ihr müsst sowieso nachher nochmal mit den Händen nachkneten. Bei mir sieht es dann nach dem Mixer so aus, so ein bisschen bröselig. Und da gehe ich dann einfach mit den Händen ran, sodass das nochmal glatt wird. Und dann kommt das Ganze erstmal in den Kühlschrank. Dafür lege ich das so ein bisschen flach in eine Frischhaltefolie, weil ich dann das nachher auch schon einigermaßen so verwenden kann. Am besten lasst ihr das so für 20 Minuten oder eine halbe Stunde im Kühlschrank. In der Zwischenzeit sollten eure Muffins fertig sein. Und die legt ihr dann einfach auf so ein Abkühlgitter, damit sie auch gleichmäßig abkühlen können. Nach 30 Minuten könnt ihr dann euren Keksteig aus dem Kühlschrank nehmen. Ich drücke den hier einfach nochmal ein bisschen platt. Ihr könnt das auch nochmal mit einem Nudelholz machen, aber ich habe mir jetzt die Mühe nicht gemacht, weil es sowieso nicht sehr perfekt aussehen soll nachher. Weil es ja nachher so ein bisschen gruselig aussehen soll und deswegen finde ich, wenn das so ein bisschen kaputt und ramschig aussieht, dann trägt es dazu nochmal bei. Ich teile das jetzt einfach hier in so Vierecke ein, um dann nachher meine Kreuze daraus zu schneiden. Ich gebe zu, sie sind mir teilweise nicht ganz gelungen. Das hier sieht nachher einfach aus wie ein Pluszeichen, aber das fällt nachher gar nicht mehr so auf. Also macht euch da keinen Stress, wenn das nachher nicht so perfekt aussieht. Das ist gar nicht schlimm. Wenn eure Kreuze dann fertig sind, könnt ihr die auf ein Backblech legen. Ich habe die dann aber nochmal kurz in den Kühlschrank gelegt, damit die nicht mehr so weich sind und nicht so doll auseinandergehen. Also einfach nochmal eine halbe Stunde in den Kühlschrank und dann könnt ihr die einfach backen. Dann brauchen wir ja noch ein Icing für die Cupcakes und dafür nehme ich Mascarpone, Puderzucker und Kakaopulver. Wie gesagt, alles nochmal ganz genau in der Infobox. Für unsere Erde, die ja nachher auf den Cupcakes ist, brauchen wir natürlich diese Brösel. Und dafür nehme ich einfach die Muffins, die nicht so schön geworden sind und zerkrümmel die. Ich habe dafür jetzt zwei kaputt gemacht. Ja, und dann kommt das Icing auf den Muffin. Das muss nicht schön sein. Und dann wird einfach diese Krümmelschicht da drauf gedrückt. Und für die Würmer habe ich hier diese Haribo-Schnecken genommen. Das sind so Gummischnecken mit einer Brausefüllung. Ich habe nichts anderes gefunden, was dann für Würmer in Frage kommt. Deswegen, wenn ihr was anderes habt, nehmt das. Aber ich habe dann einfach diese Schnecke so auseinandergenommen und zurechtgeschnitten. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus, so als Wurmersatz. Mit einem Messer steche ich dann noch so ein Loch in den Muffin, beziehungsweise in den Cupcake und da kommt dann der fertige Keks rein, damit unser Grabstein auch stehen kann. Und das ist eigentlich dann auch schon der fertige Cupcake. Irgendwie vertue ich mich da immer.
Ja, und so sehen dann alle fertig aus. Und ich finde, die sehen richtig gut aus. Und Leute, die haben richtig gut geschmeckt. Diese Creme ist der Wahnsinn. Also macht das unbedingt mal nach. Jetzt zeige ich euch noch, wie man die Cake Pops macht. Die Augapfel-Cake Pops. Ich habe dafür versucht, einen Red Velvet-Teig zu machen. Dazu erzähle ich euch gleich nochmal mehr. Ihr braucht für den Teig auf jeden Fall Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillemark oder Vanillezucker. Dann 4 Eier, Öl, Milch, Lebensmittelfarbe und nachher noch diese Zuckeraugen. Und jetzt dasselbe Spiel. Ihr vermischt erstmal die trockenen Zutaten miteinander und dann die flüssigen. Bei dem Öl nehmt ihr am besten was Neutrales. Das ist eigentlich immer besser, wenn ihr damit backt. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel ein Sonnenblumenöl genommen. Und bei der Lebensmittelfarbe hatte ich so ein bisschen das Problem, dass die nicht kräftig genug war. Ich verlinke euch in der Infobox nochmal eine, die wirklich richtig gut ist. Ich habe nämlich hier dann noch versucht, nochmal was nachzugeben. Dann war es mir immer noch zu hell. Dann habe ich mit Kakaopulver gleich nochmal so ein bisschen geholfen. Aber dann wurde es einfach nur ein bisschen dunkler, aber natürlich nicht kräftiger. Also wenn ihr wirklich gute Lebensmittelfarbe haben wollt, guckt mal in die Infobox. Da verlinke ich euch welche. Aber ich hatte die leider nicht da. Wenn euer Teig dann vermischt ist, könnt ihr den auf ein Backblech geben. Das muss jetzt keine schöne Form werden, weil wir das für die Cake Pops nachher ja eh zerbröseln müssen. Und dann kommt das einfach in den Backofen, macht zwischendurch die Stäbchenprobe. Bei mir hat das jetzt so ungefähr 20 Minuten gedauert und dann war der Kuchen fertig gebacken. Ich gebe das jetzt auch nochmal auf so ein Abkühlgitter. Und sobald der Kuchen dann komplett ausgekühlt ist, könnt ihr den zerbröseln. Wundert euch nicht, ich habe jetzt nur aus der Hälfte die Cake Pops gemacht, weil mir das sonst zu viel gewesen wäre. Ich habe ja alles früher gedreht, vor Halloween, und ich hatte keine Party am Laufen. Deswegen wollte ich nicht ganz so viel machen. Ja, und dann zerbröselt ihr das einfach und mischt es dann, das könnt ihr euch aussuchen, entweder mit Marmelade oder ich habe jetzt hier diese Pralinenfüllung genommen, die ich im letzten Video euch schon gezeigt habe, aber ihr könnt ja auch, wie gesagt, Marmelade oder Schmand nehmen, was ihr gerade so da habt, das ist gar nicht so wichtig. Es ist nur wichtig, dass der Teig nachher schön zu kneten ist und dass der zusammenhält. In meinem Fall, ihr seht, der ist noch relativ bröselig. Ich hätte ruhig noch einen Esslöffel von dieser Creme dazugeben können, aber es hat trotzdem gehalten. Aber es hätte nicht geschadet. Macht es nur nicht zu weich, weil sonst wird das nachher vom Mundgefühl nicht mehr so schön. Und ihr könnt die Kugeln durchaus auch deutlich kleiner machen als ich. Ich weiß nicht genau, was mich da geritten hat, aber die sind echt groß. Ja, und dann kommen die erstmal in den Kühlschrank für so circa 30 Minuten. Je länger, desto besser eigentlich, weil wir ja jetzt noch das Ganze mit Schokolade überziehen müssen. Dafür nehme ich einfach weiße Schokolade in einem Wasserbad, erstmal 2/3 und dann 1/3 nochmal dazu. Ich habe hier, glaube ich, ungefähr 250 Gramm gebraucht. Dann rührt ihr das einfach nochmal mit dem letzten Drittel glatt. Macht nicht direkt alles im Topf heiß, weil sonst habt ihr nachher vielleicht das Problem, dass euch das zu heiß geworden ist und dann wird das so komisch krisselig fest. Ja, und dann mit 2 Löffeln gebe ich die Kugeln einfach in die Schokolade und wälze die hin und her. Und dann legt ihr das auf ein Gitter. Ich habe da nochmal so Folie drunter gelegt, damit es nicht so ganz einsaut alles. Und dann kommt natürlich noch das Zuckerauge oben drauf und dann habt ihr eure Augäpfel. Und die sehen dann so aus. Wie gesagt, wenn ihr bessere Lebensmittelfarbe habt, dann ist das innere Rot ist nochmal viel, viel besser und sieht wirklich so ein bisschen nach Blut aus. Bei mir ist es jetzt eher so mattrot. Es ist einfach ein altes Auge, sagen wir einfach mal so. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr macht es mal nach. Die schmecken übrigens wirklich richtig gut. Wie die schmecken, kommt auch noch mal ein bisschen drauf an, was ihr nachher dazu gebt. Also bei mir war das jetzt so ein bisschen zitronig, orangig. Aber wenn ihr jetzt Marmelade oder so hinzugebt, kann es auch nach Erdbeere oder Himbeere schmecken.
Ja, hier seht ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Das waren die Totenköpfe und da seht ihr auch, wie ich diese Pralinenfüllung mache. Und dann habe ich noch ganz viele andere Halloween-Videos. Zum Beispiel seht ihr hier arme Ritter im Halloween-Style oder auch Knochen. Aber am besten finde ich eigentlich den kotzenden Kürbis und den Cheeseball. Vor allem waren die auch richtig lecker. Dann habe ich hier auch noch süße Sachen. Da gibt es ein Cupcake mit Kürbis und eine Mousse au Chocolat, auch nochmal in Form von einem Grab. Die Mousse au Chocolat war echt richtig gut. Dann gibt es noch solche kleinen Kürbisse. Die sind allerdings ohne Kürbis, sondern mit Apfel und Pfirsich. Dann habe ich hier noch diese Orangenviertel. Da ist Wackelpudding drin und das ist richtig cool, wie das nachher aussieht. Kann ich euch sehr empfehlen, das mal nachzumachen. Schmeckt sogar dann nach Orange. Dann habe ich noch diese kleinen Geister gemacht. Die sind auch sehr, sehr schnell gemacht. Also falls ihr irgendwie ganz schnell noch was für Halloween machen möchtet und nicht so viele Zutaten zu Hause habt, es könnte gut sein, dass ihr das noch hinkriegt. Und dann habe ich nochmal was Herzhaftes. Das ist quasi ein ganzes Menü, aber ihr könnt diese Sachen auch alle einzeln machen. Das ist so ein Reisbällchen, Hackbällchen und so eine Paprika in Form von einem Kürbis. Und bald gibt es dann auch nochmal dieses Video. Da erzähle ich noch nicht so viel. Lasst euch da mal überraschen, was das genau ist. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst mir doch einen Daumen da, um mir zu zeigen, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.